Hallo zusammen, willkommen bei 1000 Pfanne und willkommen zu einem neuen Video mit dem Spielzeugguru. Und heute möchten wir mal ein kleines Experiment durchführen mit dieser Barbie hier. Das hat mir jetzt schon eine längere Weile nicht ein Barbie-Video, würde ich sagen. Und da haben wir jetzt erstmal hier die Barbie rausgesucht, die wir schon einmal bei uns hatten. Das sieht man auch, dass das nicht die übliche Barbie ist, die man so im Handel findet. Die ist nämlich schon ordentlich hier tätowiert worden, würde ich sagen. Hier haben wir schon an dem Arm, am Rücken, am Bauch, am schwangeren Bauch und ich glaube hier, ja, auch am Bein mit Tätowierung. Allerdings soll es jetzt gar nicht so sehr um Tätowierungen gehen, sondern um die Haare, was man mit den Haaren machen kann. Da kennt ihr bestimmt auch schon ein paar Methoden, wie man die Haare von der Barbie gut stylen kann. Hier haben wir zum Beispiel ein Gummiband. Da könnte man zum Beispiel dann jetzt hier einen ganz klassischen Zopf reinmachen, wenn ich das jetzt hinkriege. Gut, das wird definitiv kein sonderlich schöner Zopf, muss ich sagen. Ich muss sagen, die Barbie, die hat heute ziemlich struppige Haare. Ich glaube, da wird es mal wieder Zeit für ein Bad. Aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Probieren wir es nochmal kurz aus. So, das sehen etwa so aus. Also da ist jetzt noch ein bisschen was daneben gegangen. Aber ansonsten könnte man das beispielsweise benutzen für eine Frisur von der Barbie. Allerdings wollen wir uns heute nicht mit Gummibändern beschäftigen, die man als Zopf benutzen kann, sondern mal um eine ganz andere komische Methode, nämlich um diesen Tacker hier. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Tacker, der ist eigentlich nicht normalerweise das Produkt, was man mit einer Barbie in Verbindung bringen sollte. Wir machen es natürlich trotzdem, denn wir wollen uns mal fragen, ob man diesen Tacker hier benutzen kann, um hier irgendwie eine Frisur herauszukriegen. Klingt natürlich echt merkwürdig, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem einfach mal aus. Es könnte ja nämlich sein, dass man mit dem Tacker es irgendwie schafft, eine Frisur hinzukriegen. Dazu muss ich aber natürlich sagen, dass das wirklich nur beim Spielzeug gemacht werden sollte. Also in echt bitte niemals einen Tacker benutzen, wenn es um eure Haare geht. Da würde ich dann immer zur Bürste greifen. Aber hier beim Spielzeug können wir uns das, glaube ich, mal leisten, den Tacker zu benutzen. Und dann probieren wir jetzt einfach mal, hier irgendwo das anzusetzen. Dann müssen wir natürlich versuchen, möglichst viele Haare zu tackern, damit die schön zusammenbleiben. Sonst macht das ja mit dem Zopf keinen Sinn. Jetzt haben wir schon ein paar Haare dazwischen und dann werden wir einfach mal zutackern. So, und dann schauen wir uns das mal an. Ja, tatsächlich, da ist die Tacker, hoppla, da ist ja die Klammer vom Tacker fest. Und ich würde sagen, da machen wir ja nochmal direkt eine zweite Fahrt. Hier ist natürlich noch ein bisschen was frei, das machen wir dann auch nochmal ein bisschen fest. Wir versuchen es zumindest. Ich glaube, das hat nicht ganz so gut geklappt. Man muss auch sagen, die Barbie hat auch echt dicke Haare. So, hier nochmal. Und hier ist auch noch eine Klammer. Das heißt, jetzt hat die Barbie auf jeden Fall schon eine andere Frisur. Die andere Frage ist natürlich, ob das schön aussieht. Das müsst ihr dann beurteilen. Also wenn ihr das schön findet, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben oder generell schreiben, wie ihr so eine Methode findet. Also wie ihr das findet, mal so eine ganz andere Methode zu benutzen, um die Haare zu gestalten. Und ihr könnt auch gerne mal eure Ideen schreiben, wie man ansonsten so die Frisur gestalten könnte von der Barbie. Habt ihr vielleicht noch andere Ideen? Und ansonsten werden wir uns demnächst auch nochmal Gedanken machen, wie man eigentlich so eine Barbie ganz neu gestalten kann. Wir probieren jetzt noch einmal kurz diese Klammer wieder rauszukriegen. Wenn die überhaupt rauszukriegen ist, das ist dann die andere Frage. Aber ich glaube, das geht ganz gut. Man muss einfach nur hier so ein bisschen ziehen. Das Gute ist ja, dass diese Klammern nicht ganz so fest sind. Wenn man da so ein bisschen dreht, ganz genau, dann kriegt man die wieder aus. Ihr müsst also auch keine Angst haben, dass die Klammern dann für immer und ewig in den Haaren eurer Barbie drin sind. Die lassen sich auf jeden Fall wieder rauskriegen. Also das ist nicht das Thema. Aber ansonsten war es das dann für heute mit dem heutigen Video. Und wir hoffen natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten natürlich auch einen Kommentar da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dann, tschüss.